Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 2. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Family. Und die kleine Maus kommt gerade nach Hause und feiert heute tatsächlich auch ihren Geburtstag. Beziehungsweise nicht in-game heute, sondern, you know, in diesem Part einfach. Wir haben heute hohen Besuch. Und Romy liegt schon wieder mitten im Bett von ihrer Tochter. I hate this. Ich finde auch gut, dass sie nach Hause kommt. Das Erste, was sie macht, ist einfach erstmal Fernseher schauen. Ich meine, soll sie tun, aber ich weiß ja nicht, ob das so optimal ist. Aber hey, bisschen Spaß muss sein. Die hat ja auch in 3 Tagen Geburtstag. Oh mein Gott. Ist ja schon ein bisschen crazy. Ich finde es süß, dass die beiden sich hier beim Essen unterhalten. So, und dann kannst du ja auch mal mit dem Hund ein bisschen spielen. Das gibt dir ja auch Spaß. Kann sie später wieder ihre Hausaufgaben machen. Warum wird sie denn jetzt schon zum Teenager? Oh mein Gott, das haben wir irgendwie verpasst, oder? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber das ist schon in Ordnung so. Riley ist kein Kind mehr. Welche Laufbahn soll sie einschlagen? Ich bleibe bei diesen An- und Abturnern. Also sie mag Fitness und Badekleidung und ihre Abturner sind Logik. Aber ich denke, sie ist eine kleine Romantikerin. Und ihre Freunde lassen wir natürlich auch altern. Riley ist jetzt Teenager. Als Kind hat Riley Laufbahnstufe für stolze Familie erreicht. Das ist klasse. Riley ist auf dem richtigen Weg. Ich würde dir nur gerne eine andere Frisur geben, auf jeden Fall. Wie wäre es mit so Space Buns? Das könnte ja ihr Make-up-Look sein. Wir bleiben erstmal dabei. Kleidung kaufen können wir dann ja immer noch für sie. Sie möchte sich ein Handy kaufen und ein Handheld, aber den gibt es hier auch nicht. Oder ich bin lost. Ich finde beides nicht. Also anscheinend kann man das nicht im Bild-Buy-Katalog kaufen. Behaupte jetzt einfach mal, man braucht dafür vielleicht einen PC. Ich hoffe, dass der dann auch daran snappt. Wir können ja zum Geburtstag mal ein bisschen gönnen. Sie hat so einen krassen PC. Ach süß, so Schreibtischzubehör. Das passt sehr gut hier rein. So, kann man das vielleicht hier bestellen oder so? Sie können jetzt auch aufs College gehen, aber das möchte ich nicht. Also sie kann hier nichts bestellen. Vielleicht kann sie das dann in der Stadt kaufen oder so. Wir können ja mal schauen, ob das halt dann in irgendeiner Form was wird. Sie kann ja mal ein bisschen Sims 3 spielen. Jetzt wünscht er sich wieder ein Baby zu bekommen. Hatte er nicht Angst davor, ein Kind zu bekommen? Wir können auf jeden Fall dann mit ihr in die Stadt und dann können wir gucken nach Kleidung vielleicht. Also ich gucke mir zumindest jede Kleidung, die sie hat, so einmal an, ob die mir gefällt und ob ich ihr sonst noch was anderes gebe. Und ansonsten, ja, ob wir da halt dann ein Handy herbekommen. Ich habe das jetzt erstmal eingeloggt. Keine Ahnung, wie man daran kommt sonst. Ich finde halt witzig, dass man hier Sims 3 spielen kann und in Sims 4 spielt man ja Sims 1. Also irgendwie ist es cool, so in die nächste Generation quasi reinzugucken. So, dann frag dein Dad mal. Zum Beispiel, das ist ja, glaube ich, jetzt ihre Winterkleidung. Die finde ich halt richtig süß. Ich finde es jetzt richtig scheiße, dass wir irgendwie den Geburtstag verkackt haben. Aber da stand noch ein Tag eigentlich. Deswegen, I don't know. Ist jetzt einfach so. Okay, bei denen ist jetzt noch kein neues Bild drin. Müssen wir mal gucken, ob wir dann halt noch ein neues Bild zu Gesicht bekommen, weil ich bin sehr gespannt, wie Noelle gerade halt dann auch eben aussieht als Teenagerin, weil das ist ja ihre beste Freundin so. Sie hat die Hausaufgaben so fix beendet. Aber das Gute ist, jetzt kann sie halt auch wieder, also kann sie jetzt noch mehr halt alleine machen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Aber hier, sie will direkt romantisch mit jemandem werden, theoretisch. Das kann ich ihr jetzt natürlich nicht direkt geben. Aber mal sehen, was sich so ergibt. Es ist 10:30 und Romy ist ausgeschlafen, wie sonst was. Dieser Haushalt macht, was er will. Als Öms hat man einfach kein Zeitgefühl mehr, I guess. Aber ich würde sagen, wir gehen erst nach der Schule dahin, weil es realistischer ist. Auch wenn man hier nicht von Realismus sprechen kann, weil die Zeiten ja immer auf den Ort angepasst sind, also dass die dann halt anders sind. Aber naja, was willst du machen? Stimmt, es gibt Tierjobs. Ich hätte das schon komplett vergessen. Sie findet die Umgebung nicht schön wegen dem Wecker, glaube ich. Ist auch irgendwie witzig. Ja, die Umgebung ist direkt wieder hübscher. Mensch, wie bescheuert. Dann hat sie ja gleich schon ihren ersten Schultag als Teenagerin. Ich finde ihr Schlaf-T-Shirt auch sehr, sehr süß. Das ist die kleine Mausi. So wie alle meine Sims quasi. Na dann mal los. Halloween steht vor der Tür und Raoul schneidert sich immer sein eigenes Kostüm. Er ist sich jedoch nicht sicher, ob er erst an Halloween auch zur Arbeit anziehen soll. Wenn seine Kollegen kostümiert sind, wäre es lustig. Andernfalls würde Raoul auffallen. Und zwar negativ. Soll Raoul sein Kostüm zur Arbeit anziehen? Ja, machen wir einfach. Raouls Kostüm ist fantastisch und all seine Kollegen beglückwünschen ihn zu der tollen Verkleidung. Es gibt auch einen Kostümwettbewerb, bei dem Raoul seine Mitstreiter umlenkt steht. Raoul gewinnt 100 Simoleons. Supi. Das ist natürlich optimal, wenn das hier geklappt hat. Excuse me, ein bisschen Privatsphäre vielleicht. Nur so minimal. Sie möchte sich ein Auto kaufen. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt sein muss, wenn ich ehrlich bin. Unser letztes Auto wurde geklaut, also.
Raoul den Rücken kraulen. Och, süß. Oh, und Riley ist wieder da und sie hat direkt eine 1+ mitgebracht. So ein gutes Mädchen. Sie hat schon wieder gar keinen Spaß in ihrem Leben. Neuropsychonikum trinken? Was? Sie geht bitte an ein Gemeinschaftsgrundstück. Wir gehen aber nur mit ihr. Einkaufsparadies, das klingt gut. Da müsste es dann hoffentlich alles geben, was wir uns wünschen. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ist das dann einfach so? Lead Downtown. Jetzt laden wir nochmal das Einkaufsparadies. Natsupi. Hoffentlich laggt das nicht wieder so sehr, weil immer wenn ich bei neuen Orten bin, ist das mit der Aufnahme immer ein bisschen überfordert. Also hier ist auf jeden Fall Kleidung. Comics, I guess. Das sieht aus, könnte man da essen, weiß ich nicht. Hier sind Videospiele. Ein Fotobooth. I love it. Tour machen. Dämlich. Kann man das jetzt hier sehen? Ach, süß. Ich liebe alles daran. Wir können ja mal hier hingehen und gucken. Ah, guck mal. Hier, das müssten Handys sein. Und Hells, schau mal. Sehr schön, haben wir das auch gefunden. Handy 92680 für 149. MP3-Player Cosmos. Und Leturnamente Kaedron XS 245 Simoleons. Aha, wir nehmen natürlich das Handy. Oh, süß. Ah, jetzt kann sie dann immer um Anruf bitten. Rasse eintragen, aha. Gruppen verwalten. Was? Passe Sims in Gruppen zusammen. Wilma kommt da rein und Noelle. Die zwei sehen sehr süß aus als Teenager. Süß. Und was kann ich damit machen? Gruppen einladen zu einem Ausflug nur zum Spaß. Ist das süß. Ich würde dir, glaube ich, gerne eine andere Hose anziehen, wenn es geht. Ja, das ist dann das T-Shirt, was sie gerade hat. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Nur ich fand ihre Hose irgendwie ein bisschen unpassend dazu. Hohe Schuhe und so finde ich halt einfach nicht so teenagergerecht. I don't know. Ah, guck mal, das ist im Schrank. Weil, ach nee, das ist wahrscheinlich ihre Sportkleidung. Der Schlafanzug finde ich gut hier und die Outdoor-Kleidung finde ich auch gut. Ich würde mir dann nur die Unterwäsche nochmal angucken. Das hier gehört ihr. Ja, das ist jetzt nicht so mein Fall. Das hier finde ich aber ganz süß. Das nehmen wir mit. Kann sie ja hier hinten mal so ein Game spielen. Oh mein Gott, ich glaube, das ist ein Teenager. Wäre natürlich cool, oder? Also, ich meine ja nur rein hypothetisch. Redet mal miteinander. Ja, vielleicht verstehen die sich ja gut. Aber ich finde es immer wild, wenn dunkelhäutige Sims blonde Haare haben. Weil das ja so jetzt so im echten Leben, zumindest biologisch gesehen, halt sehr unwahrscheinlich ist. Aber ich scheine sich auf jeden Fall grundsätzlich zu verstehen. Oh, hier ist eine böse Hexe. Oh, die hat Blitze gezaubert. Oh mein Gott. Ist sie okay? Sie hat eine Katze herbeigezaubert. Ich weiß auch nicht, aber die beiden lassen sich nicht beirren. Er heißt einfach Dino. Wir können ja mal pfeifen und gucken, wie er reagiert. Er hat die ganze Zeit diesen Zauberwürfel in der Hand. Schon irgendwie süß. Also sie freut sich. Er freut sich auch. Oh, süß. Könnt ihr euch mal umarmen? Nee, eher so, nee. Ekelig. Wir können ihn vielleicht nach Interns fragen. Ich weiß nicht, ob er das beantworten will. Würde mich zumindest interessieren. Also nein, das beantworte ich dir nicht. Oh, die haben nicht so eine gute Chemie. Vielleicht ist das mit denen doch nicht so. Ja, ich sollte vielleicht gehen. Ab geht's nach Hause. Immerhin hat sie jetzt ein Handy. Ist doch auch cool. Wie happy sie ist, ne? Süß. Raoul ist sehr kontaktfreundlich und hat heute einen Arbeitskollegen mitgebracht. Ronja Petersen. Ich glaube, die kennen wir schon, ne? Können wir heute nicht einmal Privatsphäre haben? Oh, die haben eine Chemie. Ja, Riley kann gerade nicht. Ist vielleicht auch mal wichtig, dass sie einfach mal isst. Raum sondieren. Ja, aber sie kann ja trotzdem Noel nochmal zurückrufen. Vielleicht lernt sie in der Schule ja auch einfach jemanden kennen. Das ist voll süß mit dem Handy. Was ein trendy Girl. Riley ist ein Teenager und sollte sich langsam aufs College vorbereiten. Sorge dafür, dass Riley viel lernt, denn dann hat Riley es im College leichter. Und Raoul wird morgen um 18 Uhr altern. Immer steht Bill nachts vor dieser Tür, ne? Das ist richtig schlimm. So, ruf mal deinen Kumpel an. Oh, süß, die sind gerade übers Telefon Best Friends geworden. Süß. Sie macht einfach den Napf sauber. Geil. Ich liebe Blackie übrigens. Blackie macht mich sehr glücklich, weil das einfach so ein süßes Baba ist, was immer eigentlich gerade alles toll macht irgendwie. Also heute zumindest. Warum stinkt sie so? Ew. Sie hat einfach den PC von ihrer Tochter geschrottet. Was ist mit ihr? Jetzt wünscht sie sich wieder ein Handheld zu kaufen. Aber nicht mit mir, Girl. Rileys Laufbahnlevel ist süße Sünde. Sie bricht immer beim Reparieren die Interaktion ab. Ich weiß nicht, was ihre Mission ist.
Ich meine, wenn sie das schon kaputt macht, dann muss sie es auch wieder heile machen. Nee. Ich lasse ihn übrigens noch einmal die Karriere höher steigen und dann lasse ich ihn dann auch in Rente gehen, wenn er dann ein Senior ist, sodass wir nochmal eine etwas höhere Rente haben. So, vielleicht kannst du ja mit Romy die Hausaufgaben machen. Super! Ach, jetzt waren wir schon wieder in der Stadt und haben aber nichts für alte Herren gekauft, ne? Hätte ich jetzt eigentlich auch gleich mitmachen können. Aber habe ich nicht dran gedacht. Gelegenheitsgruppe. Gruppe einladen, nur zum Spaß. Kommen die dann vorbei? Noelle ist der einzige Zim, der zum Treffen erschienen ist. Entweder mögen die anderen dich nicht genug oder sie sind bereits anderswo unterwegs, besitzen kein Telefon oder schlafen. Wenn wenigstens Noelle kommt. Die beiden verstehen sich auch richtig gut. Das ist richtig süß. Oh mein Gott, die geben sich die ganze Zeit Streiche gerade. Aber ich lieb's. Ich kann sie einfach küssen. Ich weiß ja nicht. Also sollen wir? Ich will das irgendwie nicht alleine entscheiden. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. So, und während die zwei Mädels jetzt hier ein bisschen miteinander Zeit verbringen, beenden, wie gesagt, also, wenn da wirklich was zwischen denen laufen soll, könnt ihr mir das natürlich schreiben. Aber, I don't know, vielleicht sind es auch doch einfach nur Freunde. Dürft ihr entscheiden, würde ich behaupten. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!